162 Vanus Enigma, Video Nummer 162 in Deutsch. 16:06:02. Normalerweise produziere ich nur Videos in Englisch und Spanisch, aber ich will eine Ausnahme machen. Der Originalvideo ist Nummer 158 in Englisch und in Spanisch ist es Nummer 163. April 2016 bin ich auf etwas aufmerksam geworden bei YouTube-Videos schauen. Ich wünschte, ich wäre früher darauf aufmerksam geworden, denn ich hätte wohl wesentlich weniger an Depression gelitten. Aber bevor ich darüber spreche, möchte ich zurückgehen in der Zeit meines Lebens. Als Kind, als ich nur 3 Jahre alt war, als meine Mutter mir nochmal erzählt, wollte ich gar keine Kleider mehr anziehen, nur Hosen, habe nur mit Autos gespielt, nicht mit Puppen. Und sogar mit 5 Jahren habe ich mir die Haare selbst geschnitten. Ich kann mich erinnern, schon ab 10 Jahren fing eine Obsession an. Ich wollte mich nicht in eine fette Frau mit dickem Hintern verwandeln. Und mit Alter von 12 Jahren bin ich in eine sehr gefährliche Anorexia gefallen und fast gestorben. Vielleicht wäre ich noch in der Größe gewachsen, aber zu dieser Zeit ist es besonders, wenn der Körper besonders die Nährstoffe benötigt. Die Anorexia wurde dann langsam besser, aber meine ganze körperliche Entwicklung war wie gelähmt. Auch meine Menstruation, monatliche Blutung, ist ganz spät erst 18 oder 19 gekommen. Und diese Anorexia hat weitere negativen Konsequenzen, unter denen ich bis heute leide. Zum Beispiel meine Hände und Füße sind total dünn, nur Knochen und Haut, keine Fettzellen. Ich kann zum Beispiel an Gewicht zunehmen, aber trotzdem sind meine Hände und Füße praktisch dünn und immer schlecht durchblutet, das heißt kalt. Und das hat dann auch oft die Konsequenz, besonders die Füße. Vielleicht schwitzt man dann mal ein bisschen, wenn man läuft, aber dann sind die Socken nass und die werden dann gar nicht mehr warm. Und das hat dann die Konsequenz, dass ich dann oft praktisch fast immer chronische Halsentzündung habe. Und außerdem hat immer kalte Hände und Füße hat auch die Konsequenz, dass man oft sehr schlecht gelaunt ist. Und überhaupt auch Kreislaufprobleme morgens erstmal, bis der Motor startet, ungefähr wie Auto. Also bis 18, 19 oder so war ich immer sehr isoliert und auch natürlich mir immer ziemlich männlich angezogen. Ich wusste überhaupt nicht, dass irgendwelche Hormonbehandlung möglich wäre. Okay, im Alter 18, 19 oder so haben mir angefangen, die Männer zu gefallen und wie die Kulturtradition ist, um den Männern zu gefallen, tut man vielleicht sich fraulicher, weiblicher anziehen. Aber ich war nie zufrieden mit meinem Körper, besonders mit dem Busen. Eigentlich wollte ich den Busen flacher haben, aber ich wusste ja überhaupt nicht, was es gibt
und mich hat eigentlich auch Klatsch nie interessiert. Ich war sehr, vielleicht auch deswegen, bis auch die letzten Jahre habe ich viel mich mehr konzentriert auf das Thema Bitcoin, Cryptocurrencies. Und auch vielleicht, weil ich sowieso sehr isoliert gelebt habe, vielleicht auch deswegen bin ich nicht bewusst geworden, welche Optionen es gibt. Dann im Alter von 27 Jahren habe ich mich informiert über das Thema Brustoperation, aber in dem Moment haben sie mir nur die Option von Implante, also die, wie sagt man in Deutschen, also praktisch wie Brust, wie Kissen in Brusteinpflanzung. Komisch Deutsch. Sorry, sagt man Silikon, wo es auch öfters Probleme gab und ich habe auch manchmal irgendwie leichte kleine Probleme gehabt und auch irgendwie Angst, dass vielleicht etwas, dass ich nochmals eine Operation machen müsste. Außerdem habe ich schon eine ganze Weile, vielleicht ein paar Jahre, wie zwei Flecken an der Brust und ja, sah das ein bisschen nach Krebs aus, aber ich bin lange nicht gegangen, weil ich mich oft ziemlich deprimiert gefühlt habe, habe mich sowieso gefragt, ach, wie würde ich reagieren, wenn sie mir sagen, dass du Krebs hast? Und dann habe ich mir oft gesagt, oh, ich fühle mich sowieso wie einschlafen, nicht mehr aufwachen. Und aber jetzt endlich vor ein bisschen mehr als einen Monat bin ich endlich zum Arzt gegangen und sie hat gesagt, dass es nicht nach Krebs aussieht, aber trotzdem, falls ich jetzt eine Mastektomie machen würde, wäre das Problem, beide Probleme, das Implantes und außerdem auch das Risiko von Brustkrebs. Da würde ich praktisch drei oder noch mehr Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil ich habe auch in meiner Verwandtschaft Fälle von Brustkrebs. Jetzt habe ich natürlich noch viel mehr Videos über das Thema FTM geschaut und am idealsten wäre das am besten Mastektomie und Hysterektomie gleich, wenn möglich, beides in einer Operation zu machen. Bin jetzt etwas über 40. Mein Ziel war nie, Kinder zu bekommen, Familie. Besonders wollte ich nie abhängig sein von einem Mann, finanziell abhängig sein. Der Gedanke hat mir überhaupt nie gefallen. Ich wollte immer mein eigenes Geld verdienen. Mein ganzes Leben hatte ich Angst vor Schwangerschaft und sexuell ansteckenden Krankheiten. Und obwohl ich fast immer allein gelebt hatte und wenig Beziehungen hatte, habe ich immer die Pille genommen, mehr als 20 Jahre jetzt. Aber jetzt im April 2016 habe ich damit aufgehört, weil mir klar wurde, dass es den Testosteronspiegel noch mehr senkt. Und ich fühle mich jetzt schon ziemlich viele Jahre wie mit der Libido unter dem Keller. Ja, ein wichtiger Grund mit der Pille, dass ich angefangen hatte, war auch besonders, weil es gegen die Akne hilft. Und ich merke jetzt, seit ich sie abgesetzt habe,
habe ich mehr Akne und auch die Monatsblutungen, Menstruation ist wesentlich schmerzhafter. Ja, Frauen haben auch Testosteron, aber ungefähr siebenmal weniger als Männer. Und im Vergleich, ich bin jetzt kurz über 40, im Vergleich zu 20-jährigen Frauen fällt es praktisch um die Hälfte, verringert sich. Und das schlägt sich dann auch um in diese verminderte Lust auf Sex und dann auch wie Depression. Und so gehen dann auch oft viele Ehen kaputt und Scheidungen. Entschuldigung, ich übersetze ja gerade von Spanisch und da gibt es ja in Deutsch gibt es der, die, das, in Spanisch gibt es der und die, el, la luna y el sol und das ist in Deutsch gerade umgekehrt. Die Sonne und der Mond. Weil, kleiner Fehler gemacht, weil, und es kommt so, als wenn ich mache jetzt alle Wörter männlich, die eigentlich weiblich sind. Das ist die Wirkung des Testosterons auf die Grammatik übertragen. Und dann, als ich die vielen Videos über die FTM gesehen habe, habe ich auch erfahren, dass praktisch das Testosteron die Wirkung hat, dass die Periode, die Menstruation ausbleibt. Ich verstecke mich jetzt schon lange, viele Jahre hinter Profilbild von Katzenbildern. Und um zu erklären, meine Reaktion, meine Ohren, die Katzenohren gingen hoch so kling, als ich das gehört habe. Aber der Effekt, an dem ich am meisten interessiert bin, ist, dass es die Durchblutung verbessert und natürlich die Muskeln aufbaut und sogar die Hände und Füße wachsen oder mehr Fleisch da reinkommt, besonders auch bei Operationen, wenn die da die Nadeln reinstechen in den Körper, um Blut abzunehmen und so weiter. Oft kam da überhaupt gar kein Blut bei mir. Und wenn die Muskeln zunehmen, das ist dann vielleicht auch an die Adern zu finden. Ja, und wie gesagt, die bessere Durchblutung und dann auch am Endeffekt denke ich, dass dann auch weniger chronische Halsentzündung, weil das immer der zusammenhängt alles. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt praktisch 20 Jahre hier in Gran Canaria gewohnt habe, weil ich im Winter sterbe in Deutschland vor Kälte. Auch nicht nur Hände, Füße, Nase, kann ich mich erinnern, vor 2 Jahren oder so war ich in Deutschland meine Mutter besuchen. Und wie kann ich die ganze Zeit massieren und trotzdem wie total erfroren? Keine Blutzirkulation. Bevor ich weiter übersetze, will ich noch etwas hinzufügen, und zwar das Thema Anorexia, wie ich das überwunden habe. Wir sind in ein christliches Hotel gegangen, haben wir da täglich gebetet um das Thema. Die Alternative für mich wäre gewesen, ins Krankenhaus und die Infusion zu bekommen. Und da habe ich das natürlich tausendmal vorgezogen. Und es ging dann langsam wieder bergauf mit dem Gewicht. Okay, weiter übersetzen. Viele Videos über FTM, Female to Male, heißt das die Abkürzung, angeschaut und sagen, dass sie bessere Durchblutung oder sie sagen meistens ja, schwitzen viel und so weiter. Das heißt, mehr Wärme, bessere Durchblutung. Und auch
Thema Depression verbessert sich oft, und zwar viele, und auch ich, wegen kaum einem Grund, oder vielleicht die Krankenwagen, und schon bekomme ich Lust zum Heulen, und viele, und dass das einfach mit dem Testosteron dann auch, und dass man psychisch sich stabiler fühlt. Okay, manche Leute denken natürlich an Aggression und so weiter, aber in meinem Alter über kurz über 40, ich habe wirklich, bei mir ist das Thema Ärger okay. Wenn mich etwas ärgert, dann versuche ich immer die positive Seite, was kann ich daraus lernen? Und das gibt mir dann oft praktisch wie Ersatz für Kaffee. Ja, manchmal ist es fast nötig, dass mich irgendwas ärgert, damit ich anfange, da irgendwie aktiv zu werden. Wie kann ich das verbessern? Was das kann Problem lösen? Das heißt jetzt nicht Einladung zum mich ärgern, ärgere dich nicht. Das heißt es nicht. Do not von Simpsons. Thema Heulen oder Lust zu heulen fällt mir noch etwas ein, was ich in den Englisch und Spanisch nicht gesagt habe. Kann mich erinnern, 2010 ist mir schon mal aufgefallen, wie rot oft eine Ader da im Auge ist. Wollte eigentlich schon lang das Thema mit bei meiner Ärztin ansprechen, aber bis jetzt. Und halt das Thema, ich denke, ich habe jetzt schon, besonders auch seit dem Tod meines Vaters, denke, habe ich wirklich schon mehr als genug geheult in meinem Leben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Heulen grundsätzlich vermeiden vermieden werden sollte. Es dient zur psychologischen Analyse. Aber zu viel des Guten. Ich habe so eine lange To-Do-Liste, also zu-tun-Liste. Ich will irgendwann vorankommen. Also, ich will so bald wie möglich mit Testosteron anfangen und auch Mastektomie und eventuell am selben Tag operieren, Hysterektomie. Also Mastektomie noch etwas. Ich will die Brustwarzen nicht erhalten. Das heißt, die Operation wird einfacher werden. Ich habe sowieso nie Mir hat sowieso nie gefallen, dass jemand meine Brustwarzen anfasst. Und man kann auch bei, wenn man die Operation nicht erhält, die Brustwarzen kann man Tattoo machen, die Brustwarzen nachahmen. Und auch oft, und auch in meinem Fall, diese zwei komischen Stellen, wie aussehen, wie Brustkrebs, Hautkrebs. Eine von den Stellen ist bei der Brustwarze, und auch oft bei anderen Leuten bei der Brustwarze ist besonders Risiko, dass auch nicht nur innen von der Brust Krebs, sondern auch an der Haut Hautkrebs entsteht. Der vierte Grund für die Mastektomie ist natürlich die Harmonie vom Körper, wie ein männlicher Körper. Aber noch viel wichtiger ist eigentlich bei diesem selben Grund,
dass viel Diskrimination herrscht auf der Straße, wenn, okay, die Frauen, kein Problem, die dürfen Hosen tragen, aber wenn ein Mann sich weiblich anzieht, oh, das kommt dann oft und werden zusammengeschlagen oder so. Überhaupt wollte ich sagen, das ist total unlogisch. Stell dir vor, da die tollen Symbolen an den Toiletten, da dürfen Leute rein, die Hosen anhaben, und da sollen die Leute rein, die die Röcke anhaben. Aber das ist eigentlich, ist da total unlogisch, weil die Männer, die brauchen mehr Platz da zwischen den Beinen. Die Frauen, die, wenn die Hosen tragen, sind sie, haben sie weniger Risiko, vergewaltigt zu werden. Das ist total umgekehrt. Entschuldigung, wenn mein Blut anfängt zu brodeln, wenn ich über manche Dinge spreche. Ich bin die letzten Jahre sehr allergisch geworden, dass Männer mir nachspionieren, wo ich wohne, und dann ohne Einladung anfangen, vor meiner Tür anfangen zu schreien und an die Tür zu ballern. Okay, vielleicht ist das diese psychologische Allergie natürlich auch noch mehr dadurch hervorgerufen, dass mein Testosteronspiegel unter den Keller gesunken ist. Und bei vielen Männern ist der Testosteronspiegel über dem Dach. Also das sieht nach Krieg aus. Mir fällt noch ein Bild ein, vor mindestens ein Jahr oder so habe ich noch ein Bild, ein Video, wie ein Hund am Po von einer Katze schnuffelt und die Katze macht mit der Pfote und sagt, ja, ich habe dir gesagt, du sollst nicht an meinem Hintern schnuffeln. Okay, wenn ich vielleicht guter Laune bin, könnte ich vielleicht leicht attraktiv mit meinen Klamotten, okay, nicht Minirock, aber ich ziehe oft gern wie Radlerhose und diese ärmellosen T-Shirts, die über den Po gehen. Und vielleicht, ja, leicht weiblich oder so. Aber besonders, wenn ich dann wieder zurückkomme, dann, dann wahrscheinlich tue ich mir die Klamotten tauschen und sehr so wenig attraktiv wie möglich aussehen, damit mir die Männer nicht hinterher spionieren. Ach, und übrigens habe ich grundsätzlich die Klingel abgestellt, okay? Und ich habe auch keine Lust, Telefonnummern zu vergeben. Man kann mich über Internet, Twitter, YouTube, YouTube habe ich, ja, sowieso, YouTube habe ich deaktiviert, weil wenn man Dinge sagt, die nicht 200% politisch korrekt sind, werden oft die Kommentare sowieso manchmal total gelöscht, und überhaupt besteht viel YouTube-Censorship, also Zensur. Deswegen habe ich immer Twitter und Facebook-Kontakt unten im Link von YouTube geschrieben. Ich habe eine lange To-Do-Liste, aber die letzten Jahre habe ich mich sehr wie paralysiert, wie gelähmt gefühlt. Aber auch manchmal war es okay. Ich habe mich vielleicht nicht immer 100% gut ernährt und oft morgens sehr wenig Appetit, nur zuerst
Kaffee zum Aufwachen und Kaffee hat oft die Wirkung, dass der Blutzucker da hoch ansteigt und plötzlich sehr tief abfällt. Und hatte öfters der Blutzucker sehr plötzlich sehr in den Keller gefallen und wenn man unterwegs ist oder so, fühlt man sich oft dann sehr schlecht und das gibt, das nimmt noch mehr die Selbstvertrauen, irgendwas zu tun. Deshalb vermeide ich jetzt so sehr wie möglich süße Dinge. Nur Ananassaft 100% trinke ich sehr gern. Ja, das ist eigentlich das Süßeste, das ich oft im Kühlschrank habe. Oh, das tue ich gern mit Bier mischen. Schon mehrere Jahre benutze ich den Namen Vanos im Internet, verschiedene Orte. Ist praktisch Unisex-Name und auch praktisch wie abgezogen mein legaler Name. Und auch, es wird geschrieben wie Vamos a la Playa, aber mit N anstatt M, okay? Ich habe jetzt drei YouTube-Kanäle, neu ist Vanos Enigma Español. Auch relativ neu ist Short Videos Vanos Enigma. Und mein Hauptkanal, da warte ich im Moment auf die Erlaubnis, den Namen zu wechseln. Ich habe im Moment FTM am Ende. Ich will ihn das weg und Vanos Enigma Videomix Androgynie. Das Wort ist praktisch wie Unisex, aber auf Personen bezogen. Okay, Androgynous ist fast noch mehr Suchergebnisse, wenn man das eingibt, aber Androgyny ist kürzer und auch in Twitter oder auch in Titeln von YouTube-Videos ist der Platz limitiert und ich studiere oft auch ganze Liste organisiert, Länge von Wörtern und so weiter, Hashtags. Ich habe mehrere Twitter-Accounts und ich tue gern verschiedene Themen erforschen auf verschiedenen Twitter-Accounts und diese Hashtags habe ich in diesen verschiedenen Twitter-Accounts. Was ich noch sagen will, und zwar, es ist mir wichtiger, wie ich mich fühle, als wie andere Leute sich fühlen, wenn sie mich anschauen. Diese Leute sollten froh sein, dass sie nicht blind sind. Wenn ihnen mein Anblick nicht gefällt, können sie woanders hinschauen. Weiterhin will ich meine Leute vorbereiten, dass meine Stimme tiefer wird. Mir gefällt es, ich tue gerne mit meiner Stimme spielen. Ich tue gerne Komödie-Videos. Habe ich auch einige in meinem YouTube-Kanal, Short-Videos, Vanos Enigma. Mir fällt speziell ein Video ein mit dem Namen Name and Voice. Und das Thema, eine Episode von Simpson, wo Michael Jackson, Homer Simpson, wird in die Anstalt, psychische Anstalt gesperrt, weil er
Rosannes T-Shirt. Oh, ich liebe die Simpsons. Weil sein Sohn bat die rote Kappe in die Waschmaschine. Und das hat die T-Shirts rosa gefärbt. Und deswegen wird er in die psychische Anstalt gesperrt und lernt einen dicken Mann kennen, der sagt, ja, hallo, I'm Michael Jackson. Y baila como él y habla Y mi voz no va a bajar porque va a subir. Sorry, meine Stimme wird nicht tiefer, meine Stimme Wie wird Testosteron verabreicht? Was heißt billigste? Die günstigste Weise ist durch Spritzen. Normalerweise besser einmal pro Woche, sonst gibt es zu viel Hoch und Tief. Es gibt auch Gel, aber das ist wesentlich teurer. Es gibt noch andere Methoden, aber die gefallen mir nicht und auch teuer. Negative Seiten von Testosteron. Oft, dass die Haare vom Kopf ausgehen, aber das bekümmert mich nicht, weil ich sowieso mich schon seit vielen Jahren am liebsten unter meiner Kappe verstecke. Und ansonsten das Thema Akne im Gesicht. Das ist eigentlich, wovor ich am meisten Angst habe, aber alle weiteren Vorteile sind viel wichtiger für mich. Es ist nicht so einfach, Testosteron zu bekommen. Man kann es nicht frei. In vielen Ländern kann ein Mann es nicht frei kaufen in den Apotheken. Es dauert oft sehr lange. Man muss zuerst zum Psychologen, dann zum Endokrinologen und viele Erklärungen geben, obwohl ich bin zum Beispiel schon mehr als zweimal 18 Jahre alt. Okay, wenn die Kinder, was heißt Jugendliche, das kann ich verstehen, dass es manchmal besser ist, etwas länger zu warten. Aber okay, ich will sagen, okay, man kann vielleicht über Internet da und dort Testosteron bestellen, aber es ist nicht so einfach. Zum Thema Psychologen habe ich bin ich etwas allergisch geworden. Das zuzugeben, dass man vielleicht Depression oder schwach, das wird manchmal ausgenützt und ach ja, die ist nicht mehr fähig, ihr Eigentum zu verteidigen, das werden wir konfiszieren oder Leute einschalten, die dann die Macht haben und so weiter. Oder geht man hin und wird gesagt, ja, du bist ja noch viel kränker, als du denkst, du bist. Und dann am Ende ist man dann noch viel kränker deswegen habe ich auch wenig Vertrauen und oft habe ich. Na, oh.
Das, wie die Videos produzieren, ist auch oft wie Psychotherapie, die ich selber tun kann. Habe viele Videos in Englisch und Spanisch produziert und habe viel über mich selbst herausgefunden und gelernt und gebessert. Heute will ich nur kurz sagen, dass ich denke, es, und ich weiß auch, es wäre möglich, dass Testosteron wesentlich günstiger zu produzieren, und es herrscht viel Korruption in dem Gesundheitssystem. Mafia. Und das Thema Krankenkasse, denke, wäre besser ein System Health Savings Account. In Englisch heißt das, dass jeder wie ein Sparkonto anlegt für Kosten und nicht, dass alle andere schlechte Ernährung mitfinanzieren müssen und so weiter. Ah, wollte noch was hinzufügen, und zwar, ich fühle mich in gewisser Weise wie ein Werkzeug von Illuminati, wie auch in den Georgia Guidestones geschrieben ist, praktisch wie 10 Gebote von Illuminati, den Secret Societies. Erstens die Bevölkerung drastisch zu reduzieren, und das stimmt praktisch mit meiner Philosophie überein, und zwar wie zu sagen, wenn keine Kinder mehr geboren werden, lösen sich praktisch alle Probleme von selbst. Und Testosteron bewirkt in Frauen, dass sie unfruchtbar, und auch bei Männern, hohe Dosen von Testosteron ist wie ein Antikonzeptivo für Männer. Also, wie sagen wir in Deutsch? Ja. Okay, ich nehme sehr wichtig, was in der Bibel steht: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Aber wie zum Beispiel auch, ja, dass die Gesellschaft hat dann, falls eine Frau schwanger wird und sie hat keinen Mann, dass praktisch die Gesellschaft dann diese Frau steinigen, töten darf, ja. Aber andererseits glaube ich besonders das Thema Kreation, Evolution. Besonders viele Atheisten haben angefangen, die Bibel zu glauben, seit sie das Thema flache Erde studiert haben.